Hallo, willkommen zu einem neuen Cyberpunk 2077 Schema-Video. Ja, ich bin wieder fleißig dabei, Polizeiaufgaben zu erledigen, und jetzt ist mir dieses hübsche Schema vor Flinte gefallen, und zwar das Schema Moulin Lab. Warum ich jetzt weiß, dass das ein Schema ist für die Wand, ist ganz einfach, ich habe es mir einfach aufgeschrieben. Einfach mal die Waffen, die als Schema an die Wand kommen. Und von daher weiß ich jetzt, worauf ich hier bei welchem Schema achten muss. Ja, wo es das schöne Schema zu finden gibt. Einmal hier. Ich bin in Pacifica. Und zwar, wie man sehen kann, hier sind keine Polizeiaufträge mehr. Wie man hier sehen kann, alles voll. Ich bin jetzt hier nach Pacifica hingegangen. Das letzte war hier. Aber da habe ich mal gesehen, hier waren weniger Polizeiaufträge. Und von daher habe ich hier in Pacifica jetzt erstmal alle Polizeiaufträge und alle Cyberpsychoaufträge erledigt. Ja, jetzt hatte ich hier wieder mein Glück, dass ich hier an dieser Stelle das Schema gefunden habe. Und ja, dann sammeln wir das mal eben ein, oder ich. So. Dann mache ich mich mal eben schnell auf den Weg. Ach, gib her den Hobel hier. Steige ein da in den Ranzen. So, mal eben schnell gucken. Wo ist hier so ein schnell Springpunkt? Ach, da. Sehr schön. Gleich um die Ecke. Machen wir uns da erstmal schnell ein Mikroschraubung hin. Das geht mal aus. Ja, leg dich erstmal in Schlaf. Kein Stress, Leute. Ich will nur nach Hause. So. So, schon sind wir auf dem Weg nach Hause. Ja. Das ist bei mir jetzt hier immer Zufall bestimmt. Mach hier so die Polizeiaufgaben. Gehen wir aber erstmal gleich gern schnell fix. Mein Waffenlager. So. Ah, verkehrt. Itemherstellung. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ist das diese hier schon? Ja. Sehr schön. So. Stellen wir die einmal her. Itemherstellung Stufe 11. Das ist die höchste Stufe, die geht. Also die habe ich jetzt dann auch schon fast voll. Läuft. Ja, Street Creed habe ich jetzt nur mit Polizeiaufgaben voll gemacht. Also ich habe keine Hauptmission oder Nebenmission gemacht. Ich habe nur die ja, die Polizeiaufgaben gemacht, ne? Und die Cyberpsychos. So, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Was dürfte diese hier sein, ne? Oh, jetzt habe ich es ja schon rüber gemacht. Shit, war sie das jetzt? Ja, egal. Ich gucke einfach mal hier an der Wand. Ja, da haben wir sie. Da oben. Super. Mit dem Totenkopf drauf. Wahnsinn. Ja, das ist einmal die Moulin Lab. Oder wie sich die ausspricht, keine Ahnung. Ja. Jetzt Filme quasi gesehen, nur noch drei Schemas. Und dann habe ich das voll. Achso, falls du explizit nur dieses Video guckst, nochmal eben zur Info. Ich weiß, es nervt, falls jetzt andere die Videos alle von Anfang an geguckt haben mit den Schemas. Hier musst du auf jeden Fall auf Level 18 sein. Also musst du bis Level 18 leveln.
denn einmal seltene Items, epische Items und das Herstellen von legendären Items. Die müssen freigeschaltet werden. Das mit den legendären Items schaltet man ab Level 18 frei. Also wenn du hier auf Level 18 bist, schaltest du das Legendäre frei. Hier ist, glaube ich, ab Level 12. Ja, und das ist halt eben der Anfang hier, ne? Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe nur diese hier geupgradet, so dass ich dann auch die Schemawaffen dann auch bauen kann. Und ja, wie ihr hier sehen könnt. Hallo? Scrollen. Ja. Und? Geht nicht weiter. Erhöht die Chance, ein Item kostenlos herzustellen um 5%. Also das sollte man hier auch machen, weil hier unten kriegt man dann auch schöne Sachen. Und ja. Ach, das geht ja noch weiter. Ach, das geht bis 20. Okay. Dann müsst ihr entschuldigen, dann habe ich da was Falsches erzählt. Es geht bis Level 20. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Schön, schön. Ja. So viel dazu. Comrades Hammer will Konstitution 10 haben, damit die Waffe voll ausschöpfbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Waffen ist. Mach das hier einfach mal auch mal auf 10. Ich weiß nicht, ob die anderen Waffen das auch haben wollen. Comrades Hammer will auf jeden Fall das hier auf 10 haben, damit die Waffe voll ausgenutzt werden kann. So viel auch noch mal eben dazu. So, das soll es jetzt gewesen sein zu diesem hübschen Gewehr hier oben. Und ja, mal sehen, wann ich die anderen finde. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß und seid ein bisschen schlauer. Und von daher wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schauen der anderen Videos von Cyberpunk. Alles klar, bis dann. Ciao.